Frühstück ist fertig. Frühstück ist fertig. Toast ist fertig. Toast ist fertig. So ein frisch gebackenes Toast, das ist doch schon klasse. Aber um das hier so schön hinzubekommen, also so gleichmäßig goldbraun, da braucht es natürlich auch den richtigen Toaster. Denn es gibt ja viele Toaster, da verbrennen die oder dann sind die immer noch so lapperig weich. Und man erkennt das so am Klackton. Hören Sie mal. Oh, außen knusprig, innen schön butterweich. Ja, Sydney, wie kriege ich denn das eigentlich hin, dass das so perfekt ist? Hast du da einen Zaubertrick? Ja, da habe ich einen Zaubertrick für, und zwar einen Automatiktoaster mit 850 Watt, das Ganze. Mhm. Und das Ganze ist natürlich so, dass er das alles schön zentriert, dass das Toast, das hast du ja manchmal bei den Toasts, und gerade eben das, was du gerade gesagt hast, bei manchen Toastern gelangt das Toast zu stark an die eine oder andere Seite, ja, an den Brennstab. Ja. Und dann wird das von der einen oder anderen Seite natürlich viel brauner und verbrennt teilweise auch. Also wir haben hier eine automatische Brotzentrierung. Richtig. Die sorgt natürlich dafür, dass das Toast, was hier gerade rausgesprungen kam, natürlich von beiden Seiten gleichmäßig wird. Jetzt machen wir das einfach nochmal. Genau. Ich stelle hier ein. Und zack, schwuppdiwupp geht's runter. Wir sehen ja hier auch an der Seite, dass ich hier 7 verschiedene Möglichkeiten habe, um ein individuelles Bräunungsgrad zu erzielen. Also entweder von sanft gebräunt bis kross und knusprig. Wir haben ja jetzt 3 hier, ne? Ich meine, hier, schaut, warte, ich muss mal suchen, die Stufe genau, hier. Genau, da ist 3, jetzt haben wir es auf 6 und 7, ja, da geht es ganz braun. 3 ist aber, ich meine, so ganz gute, 3 und 4 ist eine ganz gute Zahl, eine ganz gute Richtung, wenn Sie es so goldbraun haben wollen. Wenn Sie eher so ein bisschen der Rösti sind, dann können Sie natürlich auch auf 6 oder 7 schalten. Oder bei so richtigen Brot, da kann ich dann schon ein bisschen höher wählen. Ne? Ich kann ja hier mit auch auftauen. Ja? Ich kann ja hier auch noch gefrorenen Toast hineingeben. Ne? Das ist richtig klasse. Soll ich dir mal sagen, warum? Ich weigere mich nämlich immer Brot zu kaufen. Ich backe mir das noch selber, so ganz altmodisch. Ach so. Und dann schneide ich mir das schon vorher und gefriere das ein. Ja? Und bisher habe ich es immer so gemacht, mein eingefrorenes Brot ist hier natürlich außen nur verbrannt und innen war es noch gefroren. Oh, lecker. Das ist ja toll, Mensch. Das ist richtig klasse. Also natürlich auch eine Defrost-Taste. Natürlich kann ich hier mit mein eingefrorenes Brot auftauen. Und jetzt haben wir noch eine ganz tolle Möglichkeit. Und zwar, du machst es hier gerade mit der Butter. Häufig ist es ja so, man toastet sein Brot und plötzlich klingelt es an der Tür. Ja. Man rennt raus, man kommt wieder. Toast ist schon lange, lange kalt. Das heißt natürlich auch, keine Chance, dass die Butter mehr dahin schmilzt. Ja, ja. Also haben wir hier eine Aufwärmfunktion. Das heißt, das Toast wird nochmal aufgewärmt, aber es wird nicht mehr geröstet. Klasse, oder? Ich finde das gut. Und wenn du mal... Knusprig frisch. Das ist so schön. Ja. Und? Ja. So muss Toast sein, oder? So muss Toast sein. Der ist auch noch angenehm warm. Okay. Hat diesen leicht gerösteten Geschmack, aber es riecht auch schon klasse. Ach, oh, herrlich. Hier unten befindet sich übrigens noch eine Krümelschublade zum einfachen Reinigen. Ich fasse es jetzt nicht an, ich weiß, es ist noch vielleicht... Ich mache das mal für dich. Okay. Ja, ist ein bisschen warm. Dann ziehe ich das jetzt hier raus. Das ist die Krümelschublade. Das heißt natürlich hier, die Krümel werden dann über dem Spülbecken entsorgt und dann kann der einfach wieder hereingeschoben werden. Genau. Toast ist auch schon fertig hier. Mensch, das kam ja wie gerufen. Guck mal bitte. Schauen Sie mal bitte. So sieht toll, oder? Das tollste Toast der Welt aus. Und wenn ich jetzt hier Butter drauf gebe, das machen wir jetzt auch mal bitte. Passen Sie auf, dann schmilzt das förmlich dahin. So, einmal. Und jetzt können wir gleich zusehen, wie die Butter einfach so vor sich hinläuft. Oh, jetzt habe ich es weggenommen. Entschuldigt. Hier. Können wir sekundenschnell zusehen. Gleich wird es hier schön knusprig und die Butter schmilzt dahin. Zieht richtig ein in das Toast. Mmh. Weißt du, das oben glänzt es schon. Das finde ich super lecker, wenn das so einzieht in das Toast und es ein bisschen pappig macht. Ja. Mach noch ein paar Toasts. Ja, mache ich gerne. Also gerne, der Automatik-Toaster mit 850 Watt, natürlich unter keine 20 Euro. Wenn Sie gleich hier schauen, Sie sehen Sie direkt auch an der Tafel neben mir, unter 20 Euro ein automatischer Toaster. Wunderbare Bedienelemente hier vorne. Wir haben hier den Cancel-Button, wie Sie sehen. Aber wir haben natürlich auch noch... Für was brauche ich den denn? Was denn? Den Cancel-Button? Den Cancel-Button, ja, wenn du den Vorgang abbrechen möchtest. Ne? Ich kann das nochmal ganz kurz machen. Schauen Sie mal, ich drücke auf den Cancel-Button. Und dann kommt Ihr Toast schon früher raus, als eigentlich der Automat das toasten wollte. Aber wir können es wieder reingeben und schon ist er wieder im Prozess. Okay, das ist natürlich klasse. Und natürlich, mit was Sie das jetzt belegen, das ist ganz Ihnen überlassen. Natürlich. Ja. Aber das ist schon klasse. Also, weißt du, wann ich auch gerne mal Brot aufbacke? Wenn das dann so ein bisschen schon älter geworden ist. Wenn es nicht mehr ganz so frisch ist wie vom Bäcker, dann toaste ich das auch gerne auf. Und dann schmeckt das natürlich auch gleich viel, viel besser. Lecker, viel, viel angenehmer. Und weißt du, was ich auch manchmal was mache? Machst du?
Also, ich habe zwar noch alle Zähne, aber ich tunke so gerne Toastbrot in meinen Kakao. Das macht so viel Spaß, das schmeckt echt lecker. Müssen Sie mal ausprobieren. Ja. So, jetzt kann es natürlich auch mal sein, dass Ihr Toast verklemmt, weil Sie vielleicht ein dickeres Toast hineingegeben haben. Oder auch ein Brot, kann man ja auch machen. Dann hat es eine automatische Verklemmfunktion. Das heißt, es stoppt automatisch, wenn es den Toast nicht hochschießen kann. Denn ab einer gewissen Zeit, wenn der Vorgang beendet ist, dann automatisiert sich der Toaster selber und schießt den Toast uns entgegen. Wenn das nicht funktioniert, schaltet der Toaster automatisch ab, denn der Toast bleibt ja immer im Gerät drin. Das ist und wird ja verbrennen normalerweise. Das ist natürlich richtig intelligent. Ja, ganz toll. Weißt du, was mir auch schon passiert ist, wenn mir ein Toast verbrannt ist, dann ist dann irgendwann der Rauchmelder angegangen. Das ist natürlich die Stinkerei auch in der Küche. Hier ist auch nochmal der automatische Toaster. 850 Watt, gleichmäßig gebräunter Toast für jeden Geschmack mit 7 Röststufen. Die Bestellnummer ist die NC2788569. Oh, und wie das hier riecht. Schade, dass es noch kein Geruchsfernsehen gibt. Doch, es gibt es. Machen Sie mal. Ach nee, es geht nicht. Man kann nicht lauter machen. Da wird es auch nicht geruchreicher. Nicht wirklich. So, nicht aber Sie wirklich. Können uns beim Schmatzen zugucken, wenn Sie möchten. Beim Schmatzen oder beim Schwatzen? Beim Schmatzen. Ach, beim Schmatzen. So, hier die Artikelnummer haben Sie gerade gesehen. NC2788 und die 569. Und ein Toaster für unter 20 Euro ist ja schon echt klasse. Edelstahl und gebürstet. Also auch beim nächsten Toaster, aber das war der Toaster davor ja auch. Wunderbares Design. Passt in jede Hightech-Küche. Oder Sie fangen an, Ihre Küche mal aufzupeppen. Ja. Wird ja auch langsam Zeit, der Frühjahrsputz steht ja an. Also viele räumen ja ihren Toaster immer noch zurück wieder in den Schrank. Aber den hier, den lasse ich einfach immer stehen, weil der sieht ja echt klasse aus. Der sieht nicht nur klasse aus, der macht auch lecker klasse Toast. Ja. Ja, und schau mal, der hat auch, das können Sie von der Seite gerade nicht sehen oder von oben, aber ich werde Ihnen, lasse die Kamera mal oben. Schauen Sie mal. Sehen Sie die LED-Leuchten hier? Ja. Auch wieder hier Cancel, Defrost, Reheat, sehr schönes Design und blau. Ach, wir haben es in einer anderen Kamera, höre ich gerade. Wunderbar, perfekt. Also, da ist es auch schon. Sehen Sie, da sind die Tasten und direkt am Knopf, sehr praktisch gewählt, auch direkt an der Auswerffunktion hier vorne. Ich muss wirklich mal sagen, also so startet man eigentlich den Tag richtig, mit einem goldbraunen Leckerbissen. Sowieso, alleine, aber was ist die Familie? Die will ja auch immer Toast haben. Wenn Sie derjenige sind oder diejenige sind, die morgens immer aufstehen müssen und das Erste, was Sie machen müssen, ist nämlich Kaffee und Toast, dann können Sie den jetzt schon, wie gesagt, gefroren aus dem Kühlschrank nehmen. Also Sie müssen sich gar nicht so früh beeilen und erst auftauen lassen, weil Sie können ihn eigentlich gefroren schon reingeben. Spart ein bisschen mehr Zeit. Und ganz ehrlich, wenn Sie morgens auch jemand sind, bei dem es immer schnell gehen muss, dann ist doch Toast eigentlich die beste Lösung. Denn einfach hineintun, währenddessen noch ein Käffchen kochen. Und in der Zwischenzeit macht das Toast bzw. der Toaster eigentlich alles für Sie. Und der sieht richtig schick aus, also beziehungsweise alle drei Toaster, die wir hier heute für Sie haben, sehen einfach nur toll aus. Ja, einfach passen auch zu meiner Jacke, also besser kann man es nicht haben. Ich hatte eben auch noch zum Auftauen. Also wenn Sie es bestellt haben und er bei Ihnen in zwei Tagen vielleicht zu Hause ist, das maximal, dann, wenn Sie auftauen wollen, gibt es hier die Defrost-Taste. Die Defrost-Taste ist das englische Wort für auftauen. Nicht, dass Sie sich wundern und das Wort auftauen suchen, das ist Defrost. Und dort weiß dann der Toaster, aha, ich habe hier gefrorenen Toast, ich muss so und so mit dem Toast umgehen, denn sonst würde ja normalerweise der Toast gar nicht heiß werden nach einer gewissen Zeit. Übrigens, wenn das Toast fertig ist, springt ja dieser Hebel hier hoch und das Toast hüpft raus. Mhm. Das ist eine sogenannte Lift-Funktion, damit ich meinen Toast natürlich auch leichter entnehmen kann und nicht mit meinen Fingern dann hier ins Heiße hinein muss. Nein, aber wir lassen es. Ich habe gerade mal ein bisschen auf 6 gemacht. Ja. Auch dieser Toaster hat eine Krümel-Auffangschale. Aha, können wir natürlich, also ist immer praktisch, weil weiß ich auch früher von den alten Toastern musstest du es umdrehen. Ja. Und hoffst, dass irgendwas rauskommt. Und wenn du das getan hast, war alles voller Krümel. Jetzt hast du es praktisch in dieser Schale und gibst es einfach in den Mülleimer. Das ist echt betörend. Da kann ich Sie jetzt wirklich betörend. Mal ein bisschen neidisch machen, liebe Zuschauer, weil so ein getoastetes Brot, ich meine, man kann ja auch so ein Körnerbrot nehmen, das geht natürlich auch. Dann würde ich es vielleicht eine Stufe höher stellen, weil dieses Körnerbrot hat sehr viel Feuchtigkeit. Mehr natürlich als so ein Toastbrot. Da ist es rausgeschnippt. Und jetzt schauen Sie mal, lecker, lecker, lecker. Gib mir mal das Honig. Das Honig, der Honig? Das Honig. Jetzt zeige ich nochmal diese Lift-Funktion. Moment, ich muss hier nochmal ganz kurz ausstellen. Kenzel, so, gucken Sie nochmal. Ich mache jetzt nochmal zu. Und heiß, heiß. Ja, das ist Hot Toast so an sich. Und jetzt, passen Sie auf, hier, schnipp, rausgesprungen. Genial. Da hat man hier nochmal schön gesehen, den Schalter. Genau. Und schnipp, ups, da ist es schon.
Fertig ist es. Ich würde sagen, wir bauen hier mal kleine Türmchen. Mach mal ein bisschen Türmchen. Toast, genau. Mmh, lecky, lecky, also, lecky. Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad haben wir ja hier bis von 1 bis 7 Stufen. Da wird auch für den, wie gesagt, für den Röstfan alles wieder schön braun und knusprig. Brotscheiben bis zu 15 mm dick, also 1,5 cm. Ja. Da können Sie, wie gesagt, auch wie Sie Anne-Kathrin schon sagte, auch Ihr Körnerbrot reingeben. Finde ich auch lecker. So ein bisschen wie die Kruste so bei so einem Braunbrot oder Graubrot. Herrlich. Habe ich früher immer in den Backofen gelegt, weil ja, mein Toaster konnte es nicht. Aber einen Backofen extra anzumachen für eine Scheibe getoastetes Brot ist ein bisschen too much. Also morgen so ein schönes getoastetes Brot, ob das jetzt hier dieses Butter-Toastbrot ist oder ganz normales Körnerbrot, das ist so lecker. Vor allen Dingen schmeckt es hier. Der hat auch eine Leistung von 650 Watt. Das heißt, die werden hier auch extrem knusprig, kross. Und ich kann ja auch selber wählen. Entweder ich mag es ein bisschen labberiger oder natürlich auch richtig kross und knusprig. Und oh, und der wärmt eben auch auf. Ich habe also Reheat auch hier unten dran. Das ist das englische Wort für aufwärmen. Und der wärmt eben auf, ohne nochmal das Toast zu rösten. Genau. Also der haut nicht nochmal Bräunung bzw. Hitze dran, damit mir das Toast dann doch vielleicht verbrennt. Nein, er wärmt es mir nur genau gerecht auf, so wie es sein sollte. Und leicht zu reinigen ist er auch. Da gehen Sie einfach mal, weißt du, so gebürsteter Stahl, mit einem nassen Küchentuch drüber und schon glänzt er auch wieder. Der Rosenstein und Söhne. Der ist echt toll. Ja. Vor allen Dingen auch mit diesen vielen verschiedenen Funktionen. Ich meine, keine 25 Euro kostet der. Nein. Und mit diesen Funktionen, also ich habe noch keinen Toaster gesehen, der eine Aufwärmfunktion hat. Aber das macht eigentlich Sinn. Wie oft habe ich mich schon geärgert, dass mein Toast dann irgendwann nicht mehr warm war, weil ich halt zu lange gewartet habe mit meinem anderen Brot. Und das ist schon echt toll, also ganz ehrlich. Genau, hier sehen Sie es nochmal. Eingeblendete Edelstahltoaster von Rosenstein und Söhne für 2 Scheiben mit 650 Watt. Krosse, frische, leckerer Toast. Starten Sie Ihren Tag perfekt und die Bestellnummer ist die NC2765569. Ich gönne mir mal einen kleinen Tee. Ja, hau rein, mein Kleiner. So, jetzt sage ich Ihnen mal eine absolute tolle Sache. Wenn Sie vielleicht auch eine Familie sind, also sprich mit Kindern im Haus, ne, das kennen Sie vielleicht morgens, und alle wollen auf einmal Toast. Oh Gott, das Gerödel geht dann los. Ich zeige Ihnen jetzt mal was. Oh je, kennen Sie das? Ja. 2. Das ist der Paul, das ist die Anne. 3. Der Peter. Und 4. Der Opa. Ist das Hammer oder ist das Hammer? Und jetzt kann ich natürlich auch hier die einzelnen runterdrücken. Genau, das heißt, richtig. Zum Beispiel, wenn diese Seite auftauen soll, lass ich sie auftauen. Genau, wenn diese Seite aufhitzen soll oder beziehungsweise kross werden soll, dann mache ich halt diese Seite so. Das ist eine gute Idee. Da kann ich 2 Funktionen in einer. Ja. Das ist ein 2-in-1, wenn ich 4-in-1 Toaster. Also ganz ehrlich, für... Hammer. Hat jemand schon mal an die Idee gedacht? Ich habe mich da schon so oft aufgeregt, dass wenn man wirklich mal mit Familie frühstückt und alle wollen morgens ihr Toast haben, dass man dann auch warten muss. Hat sich da mal jemand schon mal Gedanken gemacht? Anscheinend Rosenstein und Söhne verpackt und nach Deutschland geliefert von Rosenstein und Söhne. Also wenn ich manchmal mit meinen Eltern frühstücke, dann ist es wirklich so, dass man entweder schon wird vorher getoastet und dann alles in den Brotkorb legt. Natürlich, dann genau. ist das Toast aber wieder kalt. Das schmeckt ist genau nicht. Immer der Fall. Ja. Genau. Und dann gibt es immer wieder mal, Klare, was ist denn hier los? Warum ist der Toast kalt? Ja. Also. Ersparen Sie sich die Diskussion ab jetzt. In 2 Tagen ist er bei Ihnen zu Hause, der 4-Macht-Toaster. 4 Scheiben, Rosenstein und Söhne, Edelstahl-Toaster für 4 Scheiben, 1300 Watt. Wow. Und die Bestellnummer ist die 2766569, Preis unter 40 Euro. Das ist schon, unter 40 Euro? Unter 40 Euro, die Zeitersparnis, die ist in Geld gar nicht aufzuwerten. Auch der sieht natürlich hier wieder wunderschön aus, dank des gebürsteten Edelstahls. Also toll. Die dürfen, oder den dürfen Sie natürlich auch in der Küche stehen lassen. Der kann sich sehen lassen, beziehungsweise, ich glaube, wenn Sie da mal Besuch bekommen, dann sagen die, boah, was habt ihr für Hightech? Denn? Ja. Hightech. Eben, weil sie auch wahrscheinlich auch schon die anderen Sachen von Pearl TV haben, da sehen sie richtig gut aus dabei. Und wie auch hier haben wir eine Krümelauffangschale, die ist ein bisschen größer natürlich. Ja. Und wir haben eine Kabelaufwicklung innerhalb, also unterhalb des Geräts. Das ist ein kleiner Sockel, damit kann man das Kabel aufwickeln. Wenn Sie ihn doch mal in den Schrank stellen wollen, können Sie unten auch noch das Kabel aufwickeln. Das hatte der andere auch, das haben wir nur vergessen zu nennen, aber das haben die vom Prinzip her alle 3. Schöne, saubere Sache, besser und einfacher kann man morgens eigentlich nicht frühstücken. Toastbrot kann sich jeder selber belegen, da müssen Sie gar nichts machen. Also das ist schon klasse. Oh, das erste Toast ist fertig. Wir haben eine Defrost, eine Auftaufunktion und wir haben also eine Warmhalte, einen Auftauf und wir haben natürlich eine Cancel-Button. Wow, die Lift-Funktion ist ja auch dabei immer. Die also kann man eigentlich immer sagen, also eigentlich alle 3 haben wirklich die... Haben wir noch Toastbrot? Wir haben noch Toastbrot. Das ist mein verkrümeltes. Ach so, sind wir schon fertig. Wir sind, also ich die Familie ist einfach schon satt. Ah, guck mal hier.
Genau. Da gibt es ja Toastbrot. Komm mal hier rein und bring uns mal noch ein bisschen Toast. Der gute Nils. Ja, danke, Nils. Schön. Das war gerade die Hand von Nils übrigens. Unser netter Praktikant. Genau, dann würde ich sagen, rösten wir noch mal ein bisschen ja, hier. Ja, röste noch ein bisschen. Ach, dieser Geruch. Also, wenn Sie jetzt Ihren Toast Ihrer Begierde gefunden haben, also Sie hatten jetzt einmal den Toast für zwei Scheiben, den kleineren, dann genau. Etwas mehr Leistung hatten wir auch den nochmal für zwei Scheiben und jetzt hier für die ganz große Familie, auch von Rosenstein und Söhne, unter 40 Euro, den großen 1300 Watt. Natürlich kann der ein bisschen warm werden hier oben, aber Sie wollen ja auch, dass der Toast arbeitet. Natürlich ist gebürstetes Edelstahl. Da genau. Sollten Sie jetzt nicht Ihre Hand drauflegen, wenn Sie vier Toasts haben. Ach ja, ist ja alles kühl. Natürlich wird hier gehobelt. Da fallen auch ein bisschen Späne. Ne? Das müssen ja. Sie aber bitte im Hinterkopf haben. Also schade, dass Sie das jetzt hier nicht riechen können. Ich kann es immer nur noch aber mal wiederholen. Sie können wiederholen. Es sehen. Gucken Sie aber sich mal die Bräune an von diesem Toast. Schauen Sie mal hier, aber wie gleichmäßig. Sie, wenn Sie diesen Toaster dann erstmal zu Hause haben, dann werden Sie wissen, warum wir hier so schwärmen. Also so sieht schön. Für mich perfektes Toast aus. Nicht verbrannt, nicht zu weich, nicht zu labberig. So muss es sein. Es knistert auch so schön. Ja. Kannst du noch mal gegen das Mikro halten? Das riecht... Das knistert, dann riecht das nochmal extra. Mm. Oh Mann, ist das gemein. Ja, das ist gemein. Aber so soll es sein. Reimt sich sogar. Bestellen Sie jetzt Ihren Toaster Ihrer Wahl. Ja, ja, ja. Für diesen Toaster haben wir folgende Artikelnummer. Das ist die NC2766 und die 569. Genau. Und der kommt für keine 40 Euro Sie machen, zu Ihnen nach Hause. Sie machen Folgendes. Sie bestellen sich den Toaster mit vier Scheiben und für Ihre Schwester holen Sie sich den Toaster mit zwei Scheiben. Genau. So machen Sie es jetzt. Rufen Sie an 0180 5151 und dreimal die 2. Sie haben Ihre Wahl getroffen, das weiß ich. Wir freuen uns darauf, wenn Sie uns ein paar Bilder schicken von Ihrer Küche, wo Sie ihn dann hingestellt haben. Ich tippe mal, Sie stellen ihn genau zwischen Spüle und Herd. Würde ich auch so machen. Ja. Oder am besten gleich, ich bin ja auch so jemand am Wochenende, frühstücke ich auch gerne mal im Bett. Ja. Ich würde den Toaster gleich neben das Bett packen. Ist doch auch neben gut. Das Bett. Neben das Bett. Du bist so eine, du bist echt genial. Das ist so du. Schön, samstags morgens im Bettchen frühstücken mit schön frisch getoastetem Brot. Ja, aber genau Brot. Das ist es doch. Stellen Sie vor, Sie gehen Marmelade. Dann her und machen am Samstag und Sonntagmorgen Ihrem Mann oder Ihrer Frau mal echt die Freude, machen schon frisches Toast, weil mit diesem... Wirklich Kitchen Helper, ja, mit dem Zauberkönig hier lecker, in der Küche. Lecker. Da, oh, und jetzt haben wir es ein bisschen kross auch gemacht. Ja. Das können wir nämlich eben auch. Oh, und schau mal, heiß, toll, schau mal, wie ein bisschen kross das hier oben ja. ist. Ich habe jetzt extra mal hier ein bisschen höher ja, gestellt. Ja, und schauen Sie mal hier. Oh, weil genau, es gibt ja auch Leute, die mögen das ja, so. Aber genau jetzt aufgehört, wo es schon anfangen würde, jetzt ins Verbrannte zu gehen. Es ist genau richtig aufgehört. Guck mal hier, Hanga. Mmh. Oh, mag ich ja nicht. Okay, alles klar. Weißt du was? Du darfst jetzt hier ein bisschen naschen. Ja, und in der Zwischenzeit fasse ich für Sie zusammen, oh, ja. was wir heute hier an Toastern für Sie hatten. Wir haben angefangen mit unserem Automatik-Toaster. Der war natürlich toll. Der zaubert perfekt gleichmäßig gebräuntes Toast und hat 7 einstellbare Röststufen, also von sanft gebräunt bis kross und knusprig. Unter der NC2788 und der 569 für unter 20 Euro. So, und dann hatten wir... Oh, ist das lecker. Ja, dann hatten wir unseren Edelstahltoaster, macht nichts, für 2 Scheiben Brot. Der sah auch richtig toll aus in diesem gebürsteten Edelstahl so. Und hat 650 Watt Power, richtige Röstpower unter der NC2765 und der 569 für keine 25 Euro. So, ich habe mich wieder gefangen. Ja. Ich bin wieder da. Und wir hatten als letztes unseren Edelstahltoaster für 4 Scheiben, die 1300 Watt Powermaschine für unter 40 Euro. Und da war die Bestellnummer die 7. Die NC2766569, wirklich ideal für große Familien. Hier sehen Sie auch nochmal von Rosenstein und Söhne, der große 4-Scheiben-Edelstahl-Toaster. Wirklich eine schöne, schöne Sache für die Familie. Gerade am Wochenende, da machen Sie echt allen eine Freude mit. Genau, also Sie haben jetzt eigentlich noch die Qual der Wahl, für welchen Sie sich entscheiden. Ja. Das sind alles schöne Toaster, ja, also vielleicht haben Sie auch jemanden der Familie, wo Sie wissen, der ist garantiert gerne Toastbrot, dem schenke ich das. Sieht super edel aus und zaubert das leckerste Toastbrot auf der Welt, glauben Sie mir. Jetzt ganz schnell anrufen unter der 0180 51 51 und dreimal der 2. Genau, machen Sie sich ein schönes Frühstück und wenn Sie auch so einen wunderbaren Toast haben wollen, wie wir, dann sind Sie ja schon dabei und haben in 2 Tagen Ihren Toaster. Ich freue mich für Sie. Ja, du ja, kannst hier immer sündigen, ne? Ich? Also toll. Was heißt ich immer? Ja, du darfst auch bleiben neben Sie mir dran. Naschen. Bleiben Sie dran. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und wir kommen gleich wieder zu Ihnen. Bis genau. dann. Oh Gott, ist das